Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Review, diesmal zum Anime Robotic Notes. Robotic Notes spielt auf einer kleinen Insel in Japan, im Jahre 2019. Auf dieser Insel leben auch die beiden Schüler Kaito und Akiho, die beiden einzigen Mitglieder im Roboterclub. Akiho ist die Clubleiterin und ihr größter Wunsch ist es, einmal mit einem selbstgebauten Riesenroboter an die Expo zu gehen. Dafür arbeitet sie an einem Roboter weiter, an dem schon ihre Schwester Misaki gearbeitet hat. Kaito hingegen zeigt kaum ein Interesse für den Roboter und das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist das Spiel Kill Bill Art, mit dem er sich durchgehend beschäftigt. Während sie nun an ihrem Riesenroboter arbeiten, treffen sie auf viele Probleme, lernen aber auch viele neue Charaktere kennen. Doch dann kommt es irgendwann zu mysteriösen Ereignissen und es zeichnet sich ein großes Geheimnis ab. Und es steht plötzlich viel mehr auf dem Spiel als nur ihr Riesenroboter und der Roboterclub. Als ich mit dem Anime angefangen habe, hatte ich keinerlei Vorwissen, doch hatte ich immer mehr das Gefühl, dass der Aufbau dem von Steins Gate extrem ähnelte. Erst viel später habe ich dann herausgefunden, dass der Verantwortliche von Steins Gate auch der Verantwortliche von Robotic Notes ist. Der Aufbau sieht dann so aus, dass die Geschichte ganz langsam anfängt und man hat fast das Gefühl, man befindet sich in einem Slice-of-Life-Anime, in dem ganz normale Charaktere den ganz normalen Alltag erleben. Später kommen dann vereinzelte Mystery-Elemente hinzu, die im Verlauf der Geschichte immer stärker werden und eine extreme Spannung aufbauen, bis die Geschichte dann eine extreme Wendung erlebt. In der Anfangsphase war ich noch nicht komplett überzeugt von dem Anime, obwohl mir die Hauptheldin Akiho besonders gut gefallen hat, mit ihrer euphorisch begeisterten, aber doch überdrehten Art. Kaito hingegen fand ich sehr langweilig, ihm war einfach alles gleichgültig und er interessierte sich nur für das Spiel. Schnell wurden dann aber auch weitere Charaktere eingeführt, die ihm allesamt sehr sympathisch waren. Sie wirken alle sehr normal, aber können doch überzeugen. Einzig eine Programmiererin, die später noch hinzukommt, wirkt etwas verrückt, kann aber viele tolle Momente im Anime schaffen. Richtig überzeugen konnte mich der Anime allerdings erst, als die verschiedenen Mystery-Elemente hinzukamen. Mit den Mystery-Elementen lässt sich der Anime jede Menge Zeit und es kommen auch immer wieder Einschübe mit kleineren Geschichten oder dem normalen Club-Alltag, was man gut oder auch schlecht finden kann. Bei mir hat dies auf jeden Fall eine enorme Spannung aufgebaut. Dadurch, dass sich der Anime so viel Zeit lässt, hatte ich große Erwartungen an das Ende. Dieses hat mich allerdings leicht enttäuscht. Es ist zwar nicht schlecht, aber es konnte meine großen Erwartungen einfach nicht erfüllen. Wenn ich den Anime jetzt direkt mit Steins Gate vergleichen müsste, muss ich leider sagen, dass er etwas schwächer ist, egal welchen Aspekt ich da jetzt betrachte, ob Spannung, Action, Charaktere oder auch Love Story. Aber dennoch hat er mir sehr gut gefallen und bekommt von mir deswegen eine Wertung von 83 von 100 Punkten. Empfehlen würde ich den Anime jedem, der auf Roboter steht, gerne Alltagsgeschichten zuhört oder Mystery-Elemente mag. Denn diese drei Punkte werden in diesem Anime toll ausgearbeitet.